DSGVO-Newsletter-Abzocker verliert vor Gericht. Ein Herr Maximilian Grüßbauer aus Wien hatte sich im Jahr 2023 bei vielen, vielen Newslettern angemeldet. Kurze Zeit später verlangte er Auskunft nach Artikel 15 DSGVO und am Ende verlangte er entweder Schmerzensgeld für die nicht erteilte Auskunft oder, wenn die Auskunft erteilt wurde, dann für die Datenübermittlung in die USA als unsicheres Drittland. Irgendwann hat dann Herr Grüßbauer einen Testballon gestartet und vor dem Amtsgericht Augsburg auf Schadenersatz, also Schmerzensgeld, geklagt. Dem Gericht kam das aber unplausibel vor. Das Gericht sagte, wenn jemand sich bei Newslettern anmeldet und damit rechnet, dass schon keine ordnungsgemäße Auskunft kommt, warum setzt sich jemand dann diesem seelischen Schmerz aus? Und dann kommt das Gericht zum Ergebnis, wenn Herr Grüßbauer, der wohl vermutlich kein Masochist ist, sich bei solchen Newslettern anmeldet, dann nur aus dem Grund, um danach irgendwelche Geldansprüche zu generieren. Das Gericht ordnete das persönliche Erscheinen des Herrn Grüßbauer an, er kam nicht. Das Gericht hat also die Klage abgewiesen, es ist bestätigt, es ist Rechtsmissbrauch und kein erlittener seelischer Schmerz wegen eines Datenschutzverstoßes.